Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Kanal. Herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Kanal. Sprachen lernen, Bubble. Bei Albani Duo, das Arme und ich bin Xim. Leute, heute mit einer neuen Reaction. Wir reagieren auf die Jindawis. Der Titel scheint wohl ein bisschen ernster zu sein für meine Kinder und meine Frau. Ich bin gespannt, worum es geht. Wir schnacken gar nicht groß rum. Wir gehen direkt rein. Viel Spaß damit. Und vorab noch, sorry. Liken, Leute, abonnieren. Und kommentiert für den Algorithmus. Für den Algo, Hashtag für den Algo. Finalgon, die starke Wärmecreme gegen Rückenschmerzen. Einfach irgendwas reinschreiben, egal, ein Punkt, ein Komma, ein Emoji, egal was, einfach rein. Würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. So, und jetzt gehen wir rein. Lass uns unsere Träume jagen und hoffentlich auch unsere Träume erfüllen. Mhm. Boah, sehr deep schon mal, ja. Never. Ich weiß, dass du es diesmal schaffen wirst. Und egal wie schwer es in der Vergangenheit war und wie oft du am Boden warst, diese Zeiten sind inshallah vorbei. Und du wirst dieses Jahr dein Profi-Debüt geben. Ich sehe, wie hart du dafür gekämpft hast. Ach stimmt, sein Debüt. Ich sehe, wie hart du immer noch dafür kämpfst. Ich weiß, dass du alles schaffen wirst, was du dir wünschst. Wie alt ist der? Und wie steht ich meine, der ist schon so Richtung Mitte, Ende 20, also 26, 27, glaube ich so. Ist das noch gut in der Zeit für Fußball so, um wirklich Profi zu werden? So? Du wirst jetzt keine krasse Karriere mehr herlegen, aber es könnte noch reichen, um in der Bundesliga zu spielen. Also der ist schon Profi, der ist ja zweite Liga-Profi, das ist schon nicht wenig. Aber für eine große Karriere ist es schon vorbei, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also das ist schon sehr spät. Mir ist auch kein Beispiel bekannt, wo es bei anderen mal so war. Wirklich gar keins. Aber kann auch noch passieren, aber bezweifle ich. Okay. Nicht, dass ich ihm nicht gönne, so sei es ihm gegönnt auf jeden Fall. Aber so von meinem Messwert her ist es für mich unwahrscheinlich. Ja. Aber ja. Tamam. Ich bin alle hinter dir. Ihr wisst, ich war öfter abgeschrieben, öfter haben mir Ärzte schon gesagt, ich werde nie wieder Fußball spielen. Aber jetzt stehe ich hier mit einer realistischen Chance. Okay, die Chance ist klein, aber sie ist da. Ich habe einen Traum. Und mein Traum ist es, hier drin zu spielen, Leute, und das wisst ihr. Ich habe die letzten Monate bei den Profis trainiert, plötzlich wurde ich aber runtergeschickt in die zweite Mannschaft. Dort habe ich dann ein paar Tage trainiert. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass sie mich wieder runtergeschickt haben, aber wer weiß, vielleicht schicken die mich wieder hoch. Auf einmal kriege ich einen Anruf, dass ich einen Tag vor dem Spiel der Profis doch mittrainieren sollte. Das Training war ein ganz normales Training. Am Ende standen wir im Kreis und der Trainer hat etwas gesagt, womit ich niemals gerechnet hätte. Alle sind dabei morgen, mit alle meine ich alle, die hier stehen, und hat dann so zu mir rüber geguckt mit so einem Grinsen. Bruder, in dem Moment, als er gesagt hat, alle sind dabei, ich wollte auf ihn raufspringen. Auf diesen Moment habe ich jahrelang gewartet. Einfach Kader, Digga. Unglaublich. Krass. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einem Profikader bin. Wir sind nach dem Training direkt ins Hotel gefahren. Auf dem Weg ins Hotel habe ich mir gedacht, morgen ist es einfach soweit. Morgen erfülle ich mir meinen Traum und ich konnte es einfach nicht glauben. Ich bin das erste Mal. Also ich muss sagen, ich habe den ja ein bisschen verfolgt. Und der hat da so vorher, vor ein paar Jahren, auch so bei Vereinen so rumgezockt. Wo ich mir dachte, okay, er ist schon 23, 24, ich glaube nicht. Aber er hat wirklich durchgezogen, bis er halt dann jetzt bei Berlin ist. Und Kader, oder Kader, das ist nicht einfach nur erste Mannschaft und du bist einfach nur irgendwo so wie Nebencharakter im Hintergrund beim Mannschaftsfoto und du bist im Kader, Bruder. Du bist der Schönste auf der ganzen Welt. Du bist auf der Liste. Theoretisch könntest du direkt das nächste Spiel spielen. Erstmal unwahrscheinlich, aber so als Auswechsel schon mal möglich. Und das ist halt schon härter. Die sind ja eigentlich Erstligaverein. Die sind aber abgestiegen letzte Saison. Meine ich, letzte Saison war das. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Und das ist schon krass. Das sieht man auf jeden Fall, dass wenn man durchzieht und wirklich Bock drauf hat, dass man es doch noch schaffen kann. Also sprich, der ist, wie ich verstehe jetzt gerade, schon seltener in dem Alter noch so aufzusteigen, oder? Ja, ist auf jeden Fall schon mal eine der Ausnahmen. Auf jeden Fall. Krass, krass. Auf jeden Fall. Mann, da weg, Mann. Ich freue mich übertrieben. Ich schwöre, das ist mein Traum, Mann. Aber er hat doch das sehr schon Talent, immer. Genau das wollte ich schon immer. Das ist so krass. Es fühlt sich an wie ein Traum, Mann. Es fühlt sich einfach an wie ein Traum. Alter, wie schläfst du die erste Mal? Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war. Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen war, morgen hole ich mir das, worauf ich mein ganzes Leben hingearbeitet habe. Morgen hole ich mir mein Profidebüt. Das ist krass. 10, 15 Jahre, die du drauf wartest. Am nächsten Morgen ging es los Richtung Stadion, Richtung Olympiastadion. Das Stadion, wo ich mir seit Kindheit schon wünsche, drin zu spielen. Ich
bin aus dem Bus gestiegen und normalerweise habe ich immer meine Kopfhörer auf, aber an dem Tag habe ich meine Kopfhörer ausgezogen. Ich wollte wissen, wie fühlt sich dieser Traum an, von dem ich mein ganzes Leben lang träume. Und ich sage euch ehrlich, ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut. Ich kam in die Kabine, mein Trikot hing bereit, wir haben uns umgezogen und dann ging es raus zum Aufwärmen. Dann standen wir davor und ich habe den Rasen gesehen, der war so ein bisschen über meine Kopfhöhe. Man konnte so hoch ins Stadion gucken, weil wir waren unter der Erde, müsst ihr euch vorstellen. Und das sah da schon brutal aus. Und ich dachte mir, ey, das kann nicht echt sein, was gerade passiert. Und dann haben die Jungs gerufen, let's go, wir gehen raus jetzt. Und dann sind wir raus. Wir können raus, also, ich kann das sehr stark nachvollziehen. Gänsehaut. Es sah aus wie... Der meinte ja gerade Gänsehaut. Das sind so Dinge, die man als... Wir sind ja jetzt alle erwachsene Männer mittlerweile. Also ich meine, viele von in unserem Alter, ich bin jetzt 24. Ab 16, 17, 18 fängt es auch schon an, wo man einfach immer weniger verspürt. Und das sowas stimmt. In dem Alter, weil der ist ja jetzt anscheinend Ende 20 irgendwo. Ich glaube so 26, 27. Guck mal ganz kurz nochmal nach. Der ist 27. Der ist 27, ja. 27 Jahre alt und sowas Heftiges zu verspürt, der hat sich wahrscheinlich wie ein Kind gefreut, wie wir damals, wo wir PlayStation 2 oder 1 oder so bekommen haben. Geiles Gefühl, sowas, 100%. Ey, ich würde so viel Geld geben, nur damit ich immer wieder dieses Gefühl bekomme, sowas zu erleben. Weil du merkst dann, du lebst, weil gefühlt die letzten Jahre, so, man lebt einfach nur vor sich hin, du fühlst gar nichts mehr. Ich schwör's dir, das ist richtig krass. Es war eine andere Dimension, es war tausendmal krasser, als ich mir das jemals vorgestellt habe. Ich meine, soll ich dir sagen, wo war man? Ich saß auf der Bank und dann ging das Spiel los. Wir gingen 1-0 in Führung. Dann hat der Gegner ausgeglichen, 1-1. Und dann haben wir das 2-1 gemacht. Und mit 2-1... Auch noch direkt so spannend, 1-0, 1-1, 2-1. Ja, ja, was muss das für ein heftiges Gefühl sein, auch jetzt hier für den Jindawi. Wie heißt Nader. So, du spielst gerade Fußball, gegen Debütspieler, was war das jetzt? Und du musst dich generell beweisen und du hast plus noch deine Frau und dein Kind da. Du guckst da hoch, du siehst sie. Ja, Bruder, die schauen dir zu. Was für ein heftiges Gefühl muss das sein, Leute? Jetzt gingen wir in die Pause. Dann ging die zweite Halbzeit los und wir sind zum Aufwärmen gegangen. Und ich dachte, wir führen 2-1. Wenn wir vielleicht das dritte Tor machen, dann wird mich der Trainer reinbringen. Dann stand es 3-1 für uns und ich dachte, ich werde jetzt eingewechselt. Wurde ich aber nicht. Dann stand es 4-1 für uns und ich wurde immer noch nicht eingewechselt. Dann dachte ich, ey, es steht 4-1. Warum bringt er mich nicht? Es kann doch nichts mehr passieren. Dann stand es 5-1. Der Trainer hat seine Wechsel aufgebraucht und ich wurde nicht eingewechselt. In dem Moment habe ich mich so gefühlt, als hättest du mir meinen Traum vor die Augen hingelegt und dann einfach weggezogen. Und dann dachte ich mir einfach nur, vielleicht hat er mich doch nur als Lückenfüller mitgenommen. Vielleicht bin ich das nächste Mal gar nicht mehr im Kader. Vielleicht werde ich mir meinen Traum doch nicht erfüllen. Das nächste Spiel wäre das DFB-Pokal-Achtelfinale. Wenn er mich also bei einem Ligaspiel, wo wir 5-1 führen, nicht einwechselt, wieso sollte er mich überhaupt zu so einem wichtigen Pokalspiel mitnehmen? Dann haben die Medien berichtet, dass ich im Kader war und anstatt positive Nachrichten, habe ich sehr viele negative Nachrichten bekommen. Mal ganz kurz hier noch, so, das muss dann richtig wehtun, weil du baust dir einen richtigen Hype, so, du freust dich richtig. So, und dann auf einmal, du wirst nicht eingewechselt, abrupt. Und dann macht man sich so viele Gedanken, so viele zum Teil auch unnötige Gedanken. Ja. Und man stresst sich so sehr. Immer dann dieses Stressgefühl, genau hier an der Stelle. Ja, ekliges Gefühl. Ich hätte mich nur mitgenommen, weil ich ein Marketing-Move bin. Der Trainer würde mich niemals einwechseln. Ich bin nur ein Influencer, der nicht mal bei einem 5-1 eingewechselt wird. Jedes Mal kommen irgendwelche Leute raus, die reden, aber das ist gut, Leute. Das ist sehr gut. Ich schwöre, das ist sehr gut. Gib mir mehr davon. Gib mir immer mehr davon. Ich will die hören, wenn ich meine ersten Tore mache, meine ersten Spiele mache. Dein Traum ist auch mein Traum. Und ich wünsche mir so sehr vom Herzen, dass du es schaffst. Die Pokalspiel, oder? Und? Er hat mich nominiert, Luisa. Ich bin im Kader. Krass. YouTube-Star im Pokalkader. Jindawi winkt Debüt im Pokal gegen den HSV. Vor dem Spiel gab es eine Teambesprechung. Da hat er zu mir gesagt, vor den ganzen Spielern, bei einem Stand von 4-1 oder 5-1 bringe ich dich nicht rein. Du bist mein Magic Moment. Dich bringe ich bei Rückstand oder Unentschieden rein, wenn ich das Spiel gewinnen will. Das ist heftig zu hören. Das Stadion war fast ausverkauft. 65.000 Menschen. Was meint ihr, wie ich das anfühlen muss? Nach dem, ne? Erstmal voll Hype und danach so voll frustriert, voll am Gedanken machen. Und dann kommt der Trainer und sagt, pass mal auf, hoch und noch viel besser, auf einem edlen Platz kommst du jetzt. Ja, Mann, Alter, heftig, heftig. Sehr heftig. Ich saß in der Kabine und hatte im Kopf, bei Unentschieden oder Rückstand werde ich heute reinkommen. Erstmal, ich hoffe, wir führen dich. Oh mein Gott, Alter, Stadion ist voll! Und dann ging's los. Wir gingen in Führung. Nach 10 Minuten hat der Gegner aber ausgeglichen. Mann, ey, so ein Kackfeinschuss. Und kurz darauf ging der Gegner in Führung. Krass. Das kann nicht sein, ey. Dann ging Hamburg, war das. Und dann war Halbzeit.
Es stand 2-1 für den Gegner und ich hatte die Worte vom Trainer im Kopf. Und ich wusste, wenn das Spiel so bleibt, dann ist es soweit. Also habe ich mich einfach nur auf meinen Einsatz vorbereitet. Ich habe mich an der Torlinie aufgewärmt und weil das Spiel so spannend war, habe ich die ganze Zeit zugeguckt. Auf einmal sagt der Athletiktrainer zu mir, dass ich 3 Sprints machen soll. Nach dem 3. Sprint meinte er: Ich liebe dich. Na, da viel Spaß, Junge. Trikot an. Paar Anweisungen vom Trainer. Ja, Mann. Dann wurde ein Traum wahr. Das ist auch krass, dass du so rum Fußballprofi wirst. Ja. Das Spiel musste gewonnen werden. Das heißt, ich bin mitverantwortlich dafür, dass dieses Spiel jetzt gedreht wird. Dann kam die 90. Minute und auf einmal steht es 2-2 und ich bin so ausgerastet. Wir waren du willst da nicht reinkommen? Ich meine, du willst da nicht reinkommen und am Ende verliert dir sogar, vielleicht sogar mit noch einem Torrückstand. Yeah. Dann denkst du, nein, ich konnte diesen Stellenwert, den ich bekommen habe, nicht verteidigen. Und das wäre Worst Case gewesen. Und dann wärst du so noch schlimmer. Fuck, der wird mich nie wieder reinrufen. So, dann einfach mit 300 km/h gegen die Wand, boof. So. Ja, ja, ja. Es gibt Verlängerung. Verlängerung auch sehr, 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 sehr spannend. Wow. Und dann ging die Verlängerung los und wir kassieren das 3-2. Das heißt, wenn es so bleibt, fliegen wir raus. Ich habe einfach gehofft und gebetet, dass mein Debüt nicht mit einer Niederlage startet. Dann in der 120. Minute hatte unser Außenverteidiger den Ball. Ich habe mich lang angeboten und habe den Gegenspieler getäuscht, indem ich dann doch kurz zum Ball gegangen bin. Ja, ich habe gesehen, dass Nada den Ball bekommen hat, hochgeschaut hat und relativ offen meine Seite war. Ich dachte, jetzt spielen wir einen guten Ball. Der Ball kam perfekt. Ich dachte, okay, stark. Guter erster Kontakt, Konzentration. Stark. Stark gemacht. Stark. Und auf einmal waren wir wieder da. Das Spiel war noch nicht vorbei. Ich wollte dieses Spiel unbedingt gewinnen. Wir standen alle im Kreis und wurden gefragt, wer sich traut, einen Elfmeter zu schießen. Und ich habe direkt ja gesagt. Dann standen wir am Mittelkreis und das Elfmeterschießen ging los. Ja! Elfmeterschießen. Ja! Und dann war ich dran. Ich bin zum Punkt gelaufen und ich dachte mir, alles oder nichts. Ich sag dir ehrlich, das ist schon sehr, sehr, sehr mutig im Debütspiel, wo es noch um Pokal geht. Nicht nur im Ligaspiel, du hast ein paar Punkte weniger und dann kannst du es mit anderen Spielen wettmachen. Nein, du bist hier raus sonst. Und er geht einen Elfmeterschießen. Der Arme muss sich auf jeder Ebene beweisen. Bis er sogar Elfmeterschießen direkt muss er sich beweisen schon. Aber das ist gut. Was für an sich ja für die meisten Profispieler, die schon sogar voll erfahren sind, für die ist ja Elfmeterschießen... Für jeden ist es Druck. Druck, ja. 100%. Vor allem in einem K.O.-Spiel. Selbst wenn du richtig viel Erfahrung darin gesammelt hast, schon tausendmal im Stadion warst, trotzdem ist es für dich immens Druck. Und für ihn Debütspiel, dieser ganze Hype, dieser ganze Druck, der aufgebaut ist. Hype, und Internet jetzt Welt. Noch Elfmeterschießen bei so einem knappen Spiel. Ja, Mann. Boah, Bruder, dass er nicht einen Herzinfarkt bekommen hat, weiß ich auch nicht. Also, der ist aber krass gemacht. Der dachte sich, das ist meine Chance, ich muss sie nutzen, Eier haben. Und rein da. Weil wenn das gut ausgeht, machst du dich noch krasser. Ja, ja. Wir stehen alle sehr hinter weit. Dir und du wirst das schaffen. Du wirst das schaffen, was du dir willst. Du hast es uns versprochen. Du schaffst das. Der schießt von sich aus links. Du schaffst es, du hast es. Bitte was. Sehr souverän. Nicht drüber geschossen. Und das ganze Stadion ist explodiert. Es war einfach magisch. Das war der letzte Elfer. Das war der letzte? So hätte ich mir mein Debüt niemals vorstellen können. Ja, Mann! Träume werden wahr, Mann! Leute, ich liebe YouTube. Aber YouTuber kann jeder werden, Fußballer nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, Imani hat gar nicht verstanden, was da abgeht. Aber eines Tages wird sie die Bilder sehen und wird verstehen. Ja, Mann.
Stimmt. Also nur mal so, Leute. Perfekter kann man es nicht bekommen. Du bist da reingekommen, hast die Masteraufgabe bestanden und das als Held, so mit Bravour. Das muss ein immenses Gefühl gewesen sein. Mit Verlängerung, mit Elfmeterschießen. Mit Frau und Kind im Publikum. Heftig. Heftig. Und das ist mehr als nur der sportliche Druck, das ist ja der Influencer-Druck. Ja, ja. Weil du weißt ganz genau, viele sagen, ja, du bist nicht so gut, vielleicht so und so. Ja, ja. Das ist nicht wie als Fußballer, nur die Medien und ein paar Leute in Insta. Das ist deine gesamte Fanbase, ganz YouTube Deutschland. Und er hat es gemeistert. Ja. Mein Traum. Das könnt ihr auch. Gebt einfach Gas. Wallah, gibt einfach Gas, Leute. Ich bin so dankbar, Bruder. Lass mal die Kamera ausmachen, Bruder. Ja, krass, krass, krass. War ein witziges Video auf jeden Fall. Also. Sehr, sehr war emotional, aber positiv emotional. Oder Film war das, ja. Es war ja auch vom Hertha gedreht, hat man auch gemerkt. Das war schon Fernsehteam-like. Genau, das hat mich auch wirklich emotional mitgenommen. Also ich muss auch ehrlich sagen, weil von den Jindawis habe ich persönlich immer nur mal am Rande was mitbekommen. Die gibt es ja schon sehr lange im Influencer-Biz. Ich habe aber persönlich sehr viel Hate von denen mal mitbekommen. Und ja, ich sag dir ehrlich, also ich finde die gerade ziemlich sympathisch. Dem stimme ich zu. Das war auf jeden Fall ein sehr schönes Video. Ich kenne die ein bisschen mehr schon. Auch ein paar Videos mal gesehen und sonst wie. Der Hate ist der Hate, ja. Ich sag mal so, es gibt ein paar Punkte, die Leute vielleicht zu Recht kritisieren. Ich habe nicht alle so auf dem Schirm. Aber das Gute ist, dass nichts Verwerfliches mit drin, wo man sagt, ey, das und das haben die gemacht, das und das machen die so. Also es ist noch alles vollkommen in Ordnung. Die sind sympathisch. Es ist eine junge Familie. Einmal bitte wie immer abonnieren, liken und kommentieren. Sehr wichtig, Leute. Sehr, sehr wichtig. Ansonsten, wir sind dann raus für heute. Bis zum nächsten wieder, Leute. Warte, ich teleportiere uns weg. Okay. Halt dich an mir fest.